Also die Waffen bringen irgendwie alle nichts. Ich muss eine andere Waffe nehmen. Ja? Na. Ah. Verdammt, die Schockwelle hat mich voll erwischt. Also die Barriere hält auch gut was aus, muss ich sagen. Wo ist denn jetzt schon wieder hin da? Alter, scheiße. Ich brauch... Alter, was soll ich denn für eine Waffe gegen sie benutzen? Ich nehme jetzt einfach die hier. Oh. So, einmal den. Nein, Garrus! Ich helfe dir. Wo ist denn Garrus? Der muss mal wieder aufstehen. Ist jetzt noch keine Schlafenszeit. Komm schon. Alter. Ach, du bist doch scheiße. Jetzt verpisst sie sich hier. Moment. Scheiße, das war daneben. Aber kein Problem. Wir setzen einfach mal das Ding ein. Oh oh. Oh oh. Sollte man vielleicht hier hingehen. So, du bist tot. Tot, habe ich gesagt. Und ihr da hinten, ihr müsst auch sterben. Ja, irgendwie hören die hier alle nicht auf mich. Finde ich irgendwie uncool von euch. So, jetzt kommt Garrus mit seinem Schüsslein und dann ist alles gut. Na gut, du bist. Na gut, sag ich doch, du willst sterben. War klar. Haben Sie mich vermisst? Naja, irgendwie. Oh oh. Oh oh. Irgendwie habe ich dich nicht so wirklich vermisst, aber schön, dass du wieder da bist. Lass mich in Deckung. Ach, du bist. Boah, du bist voll scheiße, ohne Spaß. Dadurch ist der Kampf natürlich extrem schwierig geworden, aber er ist trotzdem um einiges interessanter, als wenn ich ihn jetzt auch nur auf normal spiele. Was machst du denn jetzt für eine Rotz? Alter, du bist genau... Nee, kannst du vergessen. Ich bin weg. Wo ist sie denn? Hm? Ach, da hinten. Ja, ja, ja. Wir wollen mal sehen, ob ich dich kriege oder ob ich dich nicht kriege. So, dann gibt's noch einmal den und den. Und schon bist du bis auf deine Panzerung runter. So, okay, jetzt muss ich auf jeden Fall erstmal das hier anlegen. Jetzt muss ich erstmal hier wieder in Deckung, bevor ich irgendwas anderes mache. Moment. Hallo? Ja, super. So, du kriegst den. Für euch gibt's das Teil. Und Spaß halt's Maul. Und du da hinten halt's auch Maul. Weg. Alter. Geht mit euren komischen Drohnen weg. Ich will die nicht haben. Du bist tot. Und verdammt, ich habe dich nicht getroffen. Das ist natürlich ärgerlich. Jetzt habe ich mich verdrückt. Ich wollte eigentlich Garrus zurückholen. Ja, jetzt. Heul nicht so viel rum, sondern stirb einfach. Mein Gott, ey. Ich erledige sie selbst. Ja, dann komm wieder zurück. Wo bist du denn? Hallo? Hallo? Ach da. Hallo? Als. Ach, wachsam bleiben. Ich geb dir gleich mal wachsam bleiben. Ja, Garrus kann jetzt leider nicht mehr so viel gegen sie ausrichten. Das ist ein bisschen blöd, aber gut. Ich baller einfach mal ab und zu hier auf sie rauf. Und du dürftest auch deine... Los, setz deine Fähigkeiten ein. Du sollst deine Fähigkeiten ein, das ist Liara. Alter. Mach schon. Geht doch. Okay, wo ist sie? Da hinten. Bam. Jetzt kann er auch wieder. Na komm, steh auf. Und einen schönen Heady geben, dann darfst du nochmal. Okay, das hat irgendwie nichts gebracht. Komm schon, bevor sie sich verpisst. So, und damit ist sie besiegt. Oh, verdammt, verdammt. Tja, du bist einfach scheiße. So schaut's aus. Sekats privates Datenpad. Damit können wir den Shadow Broker finden. Sie sind tot. Der Shadow Broker ist seit Jahrzehnten an der Macht. Er ist stärker als alles, was ihm je begegnet ist. Haben Sie deswegen den Rat verkauft, um für ihn zu arbeiten? Sie glauben, ich hätte den Rat hintergangen? So wie Saren? Zur Hölle mit ihm.
Der Broker hat mir all die Jahre ausgezeichnete Informationen gegeben. Ich habe damit Leben gerettet und die Citadel sicher gemacht. Und wenn der Broker will, dass ein paar Leute verschwinden, bezahle ich diesen Preis, ohne zu zögern. Spectres sprengen keine Gebäude voller Unschuldiger in die Luft. Aber natürlich. Wir machen uns die Hände schmutzig, damit es der Rat nicht tun muss. Die Ratsmitglieder beschweren sich über unsere Methoden, um ihr Gewissen zu beruhigen. Aber sie sehen nicht genau hin. Außerdem gehören sie zu Cerberus. Haben Sie eine Ahnung, was Ihre Terroristenfreunde schon alles getan haben? Ich weiß, wer Sie sind und was Sie getan haben. Es ist nicht wichtig. Ich glaube schon. Sie wollen mich verurteilen? Sehen Sie in den Spiegel. Kinder in biotische Todeslager entführen. Verdammt, Ihre eigene Einheit auf Arkus. Und Sie gehören zu ihnen. Wagen Sie es nicht, mich zu verurteilen. Wagen Sie es nicht. Soni eliminieren und Daten sicherstellen. Zivile Opfer sind unwichtig. Was hier ist tot. Ich übertrage die Daten zu den Computern der Normandy. Wir können in wenigen Stunden bei der Basis des Shadow Broker sein. Er wird schon bald von Vasir erfahren, wenn er beschließt, Farron zu töten. Wir holen Farron lebend daraus, Liara. Versprochen. Ich weiß. Sie sind hier, um zu helfen. Wie immer. Ist das etwa nichts Gutes? Bei unserem ersten Treffen auf Terum haben sie mich vor den Geth gerettet. Sie bekämpften einen kroganischen Kampfmeister, während ich in der Ecke kauerte. Und jetzt tun sie es wieder. Und ich verlasse mich noch immer auf ihre Hilfe. Dafür sind Freunde da, Liara. Ich kann uns mit Sekats Daten dorthin bringen. Das Tarnsystem der Normandy wird verhindern, dass sie uns entdecken. Die Agenten des Shadow Broker schießen sich immer noch durch ganz Ilium. Mit etwas Glück merken sie erst, dass wir weg sind, wenn es zu spät ist. Das ist ziemlich kalt. Sie haben Unschuldige getötet. Sie wissen, was ich meine. Tue ich das? Als ich im Handelszentrum zu Boden ging, sind sie Vasir hinterher, ohne sich umzudrehen. Ich wusste, sowas bringt sie nicht um. Ich musste an Vasir dranbleiben. Ich musste rational bleiben und eine Entscheidung treffen. Wie bei Sekat. Es war Vasirs Schuld, nicht ihre. Sekat hatte keine Ahnung, wie hoch das Risiko war. Ich habe ihn gefährdet, um an die Daten zu kommen, die ich wollte. Ich bin schuld an seinem Tod. Und ich würde es wieder tun. Aber ab jetzt ist alles ganz einfach. Rein, Farron holen, raus. Und jeden umlegen, der uns aufhalten will. Ob es so einfach wird. Ist das alles? Das ist alles. Klingt wie ein... Okay. Klingt wie ein... Und dann geht's einfach mal weiter. Super. Das war cool. Eigentlich ging es ja noch ein bisschen weiter, aber mein Gott. So viel kommt da eigentlich, glaube ich, sowieso nicht mehr. So, wen nehme ich denn mit? Ich darf ja nur eine Person mitnehmen. Nehme ich Garrus mit oder nehme ich jemand anderen mit? Ich habe keine Ahnung. Na, eigentlich ist es scheißegal. Ja, komm, ich nehme Garrus einfach mit. Nö, Garrus behält sein Schmuddel-Outfit. Jawohl. Ein Punkt. 3.0. Ja. Kann ich eh nichts ändern, also. Auf zur Basis des Shadow Broker. Kochen die Ozeane und 10 Minuten nach Sonnenuntergang sind sie zugefroren. Da drin lebt der Shadow Broker. Sein Schiff folgt dem Sonnenuntergang, um Sturm nicht aufzuspüren, außer man weiß, wo man suchen muss. Wie kommen wir rein? Die Shuttlebucht ist abgeriegelt. Wir müssen landen und nach einer Luke suchen. Aber wir können nicht lange draußen bleiben. Wo die heiße und die kalte Luft aufeinandertreffen, tobt ständig ein Gewitter. Sieht voll geil aus.
Also gut. Es ist bei diesen Blitzen schwer zu sagen, aber ich empfange Signale von einem Kommunikationssystem im hinteren Teil des Schiffs. Da unten ist nichts außer Wartungsausrüstung. Wir müssen einen Eingang in der Nähe der hinteren Schilde finden. Gut, dann werden wir das tun. Was immer du sagst, Liara. Wartungsdrohnen. Warum greifen sie an? Sie müssen denken, wir... Ach, Garrus, erwischt. Du bist ein Lutscher. Was war hier? Ach, geht weg, ihr komischen Drohnen. Piss dich. Geht woanders hin. Nimm ich mit. Oh, 3000 Credits. Vorsicht, diese Kondensatoren entladen angestaute Blitze. Wenn das so ist. Ihr kleinen Spacken. Voll geil, spare ich mir nämlich die Arbeit, euch zu erschießen. Ich muss ja lang. Ach, hier geht's gar nicht lang. Hier muss ich lang. Okay, hat sich das ja schon von selbst erledigt, quasi, wo ich lang muss. Ja, Shepard, muss man sich auch nicht immer so anstellen, ja? Mal weg. Mit dem Mac. Weiter kommen hier keine Gegner. Oh oh, oh oh. Moment, Moment. Oh verdammt, mich hat der Blitz selber getroffen. Okay, das war nicht geplant, aber ist egal, kein Problem. Mach mal hier deine... Komm schon. Schade. Wenn die nämlich hoch dadurch getragen werden, fliegen die schön weg. Das werden wir bestimmt noch zu bestaunen bekommen. Hm? So, machen wir nochmal deine Singularität. Und da ist der erste schon weg. Und ich... Haha, die sind alle weg. Voll geil. Du näherst dich? Wo näherst du dich denn? Ich sehe dich nicht. Wo bist du denn? Ach, da bist du. Ich möchte jetzt ungern die Blitze treffen, weil sonst kriege ich die auch noch selber ab. Das wäre scheiße. Ja, toll, Garrus. Hast du ja super gemacht. Oh. Stirb. Nix Sichtkontakt hier. Wir sind da gar keine Feinde mehr. Nö. Nö. Ach, geht weg, ihr komischen Mongo-Mix. Weg. Ich habe gleich gar keine Munition mehr dafür. Habt ihr Munition für mich? Naja, immerhin hast du ein bisschen. Hallo. Ich will die Munition mitnehmen. Dankeschön. Extremely nett. Wo muss ich denn jetzt lang? Ach, hier hoch. Ich... Hm? Moment. Wo möchte mir... Ach so, da runter. Klar. Hier muss ich runter. Er hätte mir auch mal vorsagen können. Ja, jetzt gehe ich hoch, runter, hoch, runter. Mann, 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 Mann. Ah, so. Hier runter. Okay. Nach unten zu sehen war ganz eindeutig ein Fehler. Ach so, geile Aussicht. Man sieht da eh nur Wolken, also. Ich habe euch bereits gesehen. Dann kommt mal raus da. Ja, jetzt kommt. Ziert euch nicht so. Oh, verdammt. Ich habe die nicht getroffen. Das ist peinlich. Du bist ein Opfer. Oh oh. Ist hier irgendwas für mich zu holen? Nein. Schade. Dann geht das hier mal weiter. Oh, ich komme rein. Cool. Das
dürfen wir das ganze Schiff von innen betrachten und das ist fucking riesig. Es muss Jahrzehnte gedauert haben, das im Geheimen zu bauen. Oh ja. Ich frage mich, was wohl mit den Auftragnehmern passiert ist. Das können wir uns doch denken. Navigation ist in diesem Sturm kaum machbar. Wenn die Triebwerke des Schiffs nur einen Moment aussetzen, wenigstens würde der Shadow Broker mit uns untergehen. Sehr tröstlich. Also ich, für meinen Teil, ich würde gerne noch ein bisschen länger leben. Bewegungsdämpfer. Im Inneren des Schiffs hört man den Sturm vermutlich nicht mal. Naja, aber wenigstens ein bisschen Komfort. Schadet ja nicht. Okay, hier greift mich keiner an, alles klar. Ist auch ganz gut so. Man muss ja auch nicht immer kämpfen. Um voranzukommen. Die kommen da wieder. Hier kommen sie doch bestimmt wieder. Sie haben uns gesehen. Ich merke es doch. Wo sind sie? Wo seid ihr? Da? Hier. Verdammt, den da hinten treffe ich nicht. Dann benutze ich den nochmal. Setzen wir das Ding ein. Alter, du hast mich vorhin mit der Rakete getroffen, du Kacknase. Mal weg da. Dafür muss wer auch immer das war leiden. Leiden müsst ihr. Moment, wer war das? Hast du das? So, wer auch immer in der Nähe ist, du wirst schon deinen Spaß damit haben. Du kannst mal kurz weg. Du den. Ach, jetzt stirbt doch. Feindliche Bioten auf dem Schlachtfeld. Tschüss. Tschüss. Alter, jetzt muss ich hier immer hoch, runter, das nervt. Hätten die hier nicht so ein Gangway bauen können, damit ich nur einfach drüber herlaufen kann? Wir wurden entdeckt. Von wo? Von da, dann werden wir einfach hier so eine Singularität. Na gut, du willst keine machen. Du willst da nicht mitspielen. Ist mir aber völlig wurscht. Sterben müsst ihr trotzdem. Ja, genau. Warte mal kurz. Ja, musst du die Singularität jetzt halt. Komm schon. Tötet die. Stirb. Ey, willst du mich verarschen? Das waren die. Oh, ich bin hier irgendwie ein bisschen in Schieflage. Das wäre sehr freundlich von dir. Alter, ohne Spaß. Die haben ganz schön was drauf. Also, naja, was drauf nicht, aber die halten ganz schön was aus. Und ich habe auch die falsche Muni drauf eigentlich. Und hier. Oh, kommen sie wieder.